Hallo Klickenabendler, wir sind bei Korea Board Games, neben mir ist der Leon. Wir haben auch ein paar Neuheiten von euch dieses Jahr, ich glaube es sind 5 an der Zahl? Genau, ja, genau 5. Und das jetzt hier vor uns liegende Spiel heißt Expedition, um was geht's denn da thematisch? In Expedition sind wir Abenteurer und wir wollen Relikte ausgraben. In diesem Gelände sind mehrere Relikte verborgen, und zwar in jeder Geländeart 1. Und wer zuerst 2 Relikte ausgegraben hat, gewinnt das Spiel. Und wie das jetzt mechanisch funktioniert, es ist ein klassisches Deckbauspiel. Na, vielleicht nicht ganz so klassisch, aber es ist, hat auf jeden Fall Deckbauelemente und ein Wettlauf. Also erinnert ja schon mal an Wettlauf nach Eldorado. Hat auch, ja. Hat auch gewisse Anleihen von diesem Spiel. Also was wir hier machen ist, wir werden unsere Karten ausspielen, dann unsere Meeple bewegen und irgendwo hier sind in der dritten Ebene, angezeigt durch diese Punkte, sind diese 5 Relikte verborgen. So, anders als bei Expedition ist, wenn wir uns irgendwo hin bewegen, und zwar hier, ich habe jetzt zum Beispiel 2 Bewegungspunkte ausgespielt und ich bin der grüne Spieler, dann drehe ich dieses Plättchen um. Das ist die Zahl, die Bewegungsanforderungszahl, die ich halt brauche. Und dann sind entweder Direktschätze verborgen, aber hier dieses Plättchen braucht noch oder hat eine Ausgrabung. Das heißt, ich muss erstmal noch eine Karte spielen, die das passende Symbol hat, diese Schaufel. Dann kann ich da auch ausgraben und würde in dem Fall eine Münze bekommen. So, dann könnte ich immer noch weiter mich bewegen. Ich habe 5 Karten auf der Hand. Ich habe jetzt 3 gespielt. Könnte ich jetzt zum Beispiel so eine Karte spielen. Da kriege ich einfach so eine Münze. Hier, die hat unterschiedliche Fähigkeiten, aber ich müsste mich entscheiden, für was ich sie benutzen möchte. Und dann bewege ich mich vielleicht noch mit meiner letzten Karte hierhin. Warum nicht? Einfach so. Okay, da müsste ich jetzt auch nochmal... Ich wollte jetzt eigentlich gerade zeigen, dass es auch Karten gibt oder Plättchen gibt. Ja, hier. Wo man nicht graben muss, sondern einfach so einen Schatz bekommt. In dem Fall 2 Münzen. So, jetzt am Ende meines Zuges muss ich mich entscheiden. Ich kann entweder einfach die Karten auf den Ablagestapel legen, auf 5 Karten nachziehen, bleibt da stehen, wo ich bin. Im nächsten Zug würde ich wieder da weitermachen, wo ich war. Oder... ich gehe zurück ins Basislager. So, ich teleportiere mich automatisch ins Basislager. Habe dann die Möglichkeit, mit dem Geld, was ich eingesammelt habe, neue Abenteurer anzuheuern. Hier sind die Kosten abgebildet. Wird dann alle meine Karten auf dem Ablagestapel, auf dem Nachziehstapel und die gerade eingekauften Karten zusammenmischen. Und das würde dann mein neuer Nachziehstapel. Dann würde ich wieder 5 Karten ziehen. Das ist die einzige Möglichkeit. Es ist nicht wie bei Dominion, dass ich irgendwie, wenn alle Karten auf dem Ablagestapel liegen, wieder mische und ziehen kann, sondern zurück ins Basislager zu gehen, ist die einzige Möglichkeit, wieder alle Karten zurück in den Nachziehstapel zu kommen. Es gibt allerdings auch manche Abenteurer, steht jetzt leider hier keiner, mit Symbolen, der hier zum Beispiel, diese Schlange hier, hat das Ausruhensymbol, das würde es mir erlauben, 3 Karten meiner Wahl vom Ablagestapel wieder unter meinen Nachziehstapel zu tun. So könnte ich auch während der Expedition weiterhin auch Karten zum Nachziehen haben, weil, wie gesagt, die Relikte sind hier verborgen, also da muss ich schon mein Deck optimieren, damit ich überhaupt so weit komme, ohne wieder ins Basislager zurück zu müssen. Was machst du denn, wenn du hier irgendwo bist und dir gehen die Karten aus? Ja, dann musst du am Ende deines Zuges zurück ins Basislager. Achso, du gehst dann einfach direkt ins Basislager. Genau, ja, ja. Am Ende deines Zugs teleportierst du dich entweder ins Basislager oder du bleibst stehen. Genau, und dann irgendwo hier verborgen, hier zum Beispiel, sind dann diese Relikte. Da müsste ich auch nochmal ausgraben, dann kann ich mir das nehmen. Und muss aber als Strafe auch noch 2 Elefantenkarten nehmen. Glückliche Elefanten, die machen überhaupt nichts, die sind ist einfach nur ein Handicap in meinem Stapel. Die und Handicap-Karten und auch alle anderen Karten
kann ich aber auch loswerden mit einem gewissen Symbol. Diese Karte hier würde mir zum Beispiel erlauben, eine Karte meiner Wahl aus dem Ablagestapel aus dem Spiel zu entfernen. Also das wäre auch die Möglichkeit, diese glücklichen Elefanten wieder loszuwerden. Na gut, und wer zuerst zwei Relikte vor sich stehen hat, gewinnt das Spiel und dann ist das Spiel vorbei. Sind die Kosten unterschiedlich, wenn ich den Untergrund ändere, oder das ist egal? Was kostet? Es gibt ja Dschungel, hier hellen Dschungel, es gibt Wasser. Weil du vorhin Eldorado gesagt hast, da war es den Unterschied, wenn ich den Boden ändere, oder ist das hier rein, man weiß da, man braucht eine andere Schaufel. Also hier ist nochmal abgebildet, was einen erwartet an den unterschiedlichen Feldern. Die Bewegungspunkte siehst du ja hier, wie viele Bewegungspunkte du benötigst, um dich darauf zu bewegen. Hier siehst du auch noch, was dich erwartet, wenn du sie umdrehst in dem Moment. Also ob Geld oder diese Aktion, die ich eben genannt habe, also Karten entfernen, neue Karten vom Ablagestapel unter den Nachziehstapel zu legen oder auch einfach nur Karten nachziehen zu können. Das erwartet mich alles unter diesen unterschiedlichen Geländerarten. Also weiß ich dann pro Illustration, das könnte drunter sein. Genau, genau. Das ist dann das Spiel Expedition, gibt es hier auf der Messe für 30 Euro. Genau. Und man muss nicht extra nach Korea reisen, um eure Spiele zu kaufen. Man kann die auch beim Fachhändler bestellen oder bei euch auf der Webseite, richtig? Leider nicht. Nein? Nein, leider nicht. Also das Spiel ist momentan wirklich nur hier auf der Messe oder in Korea erhältlich. Wir sind auf der Suche nach Lokalisierungspartnern. Auch ein Grund, weshalb wir hier auf der Messe sind. Und hoffentlich wird es das Spiel dann auch bald übersetzt geben auf Deutsch. Aber noch nicht. Okay. Ja.